Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar, ihr könnt schon sehen, um mich ist es noch stockdunkel. Es ist jetzt gerade 3:30 Uhr früh und für uns geht es jetzt in Richtung Berg zu einer Sonnenaufgangsmission. Und ja, seid gespannt und kommt mit! Angekommen am Parkplatz, Auto abgestellt und jetzt geht's mal eine Zeit über Stock und Stein Richtung Gipfel. Eine Stunde geht's halt und dann sollten wir am Gipfel angekommen sein. Hinter mir können Sie die Auswirkungen von einem langen, extrem schneereichen Winter sehen. Bedeutet wieder immens viel Arbeit für die Waldbesitzer. Langsam kommt das Licht ins Tal, ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera jetzt noch so schön sehen kann. Aber langsam färbt sich der Himmel so mit leichten Rosatönen. Angekommen bei dem ersten wunderschönen Aussichtspunkt und zwar der Gronitzer Alm. Und schaut euch das bitte an. Traumhaft, oder? Viele fragen mich immer, wo nehme ich die Motivation her, so früh aufzustehen? Ich sage euch eins, genau das hinter mir. Dann gerade auf der Waldgrenze, die letzten Meter zum Gipfel. Und ja, ab hier wird man dann mit der atemberaubenden Aussicht verwöhnt. Und dann hier seht ihr den Millstätter See, die Grenzberge von Kärnten, weiß nicht, ob man das so genau sehen kann. Nebelmeer wie im Herbst. Und ja, für Sommer ist es relativ kühl. Zum Wachwerden in der Früh perfekt. Angekommen hier am wunderschönen Gipfel vom Hummelkopf. Die Sonne versteckt sich mittlerweile leider schon hinter den Wolken, aber die Aussicht ist trotzdem wunderschön. Wir genießen hier noch ein bisschen die Ruhe und dann geht es für uns wieder zurück ins Tal auf ein leckeres Frühstück. In den meisten Bergen hier steht so ein Behälter, wo ein Gipfelbuch drinnen ist. Und das ist so Tradition, dass man da einen kleinen Spruch oder was auch immer reinschreibt. Das machen wir jetzt mal.
Buch packen wir jetzt wieder weg. Sonnenaufgangschronik ist wieder geführt. Und ja. So, gut. Und ab geht's wieder für uns ins Tal. Haben wir eine typische Alpenblume, und zwar die Alpenrose. Hier in Österreich sagen wir Almrausch dazu. Und ja, die fangen jetzt nach dem langen Winter endlich alle an zu blühen. Und wenn das dann alles aufgeblüht ist, bildet das ein Meer aus pinken Blüten. Und ja, die blüht normalerweise im Jahr schon viel, viel früher. Aber nachdem der Winter so lang war und hier oben so lange Schnee war, blüht sie erst jetzt. Mittlerweile hat sich die Sonne doch entschlossen, sich zu zeigen und uns ein bisschen Wärme zu schenken. Es ist nämlich wirklich kühl hier herum. Der Kreis schließt sich, wir sind wieder zurück am Parkplatz bei unserem Auto angekommen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impressionen aus den Kärntner Bergen bei Morgenstimmung da lassen. Und ja, wie immer würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, den Kanal abonniert, die Glocke nicht vergesst zu läuten, damit ihr kein weiteres Video von uns mehr verpasst. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche. Macht es gut. Ciao.